Ja, liebe Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger, wenn ich Ihnen sage, jetzt kommt ein Weltmeister, der eine Schweizer Meisterschaft organisiert und in Kreuzlingen wohnt, dann denken Sie alle, ja, der muss ein Velofahrer sein. Aber bei weitem. Es ist auch ein Sportler. Es ist zwar ein spezieller Sport. Und wenn ich Ihnen sage, Segelflügen, dann sagen Sie alle, habe ich noch nie gehört. Und mir hat es außerordentlich gefreut, ich habe nämlich den Kreuzlinger Weltmeister gesehen fliegen. Jemand von uns hat sogar dürfen mit ihm und heute sitzt er bei uns im Studio. Herzlich willkommen Jochen Reuter und Jonas Langenegger. Ihr seid beide Segelflüger. Ich habe euch in Amerika auf dem Flugfeld kennengelernt. Persönlich habe ich euch gesehen, dort, wie ihr fliegt. Jetzt Jochen Reuter, Sie müssen das Geheimnis schon ein bisschen lösen. Sie wohnen wirklich in Kreuzlingen, seit wann? Ich wohne seit etwa 5 Jahren in Kreuzlingen, bin mit meiner Frau oder meiner Frau zuliebe mit hierher gezogen und wir fühlen uns seit 5 Jahren wunderbar wohl. Jetzt, wenn man in Kreuzlingen wohnt und seit 5 Jahren einen Weltmeister da hat, der zwar mit dem deutschen Team Weltmeister geworden ist, dann ist das schon ein bisschen fremd. Ich habe das gar nicht gewusst. Können Sie das Geheimnis ein bisschen lösen? Jochen Reuter, Weltmeister, was heisst das? Ja, wir sind mit der deutschen Nationalmannschaft letztes Jahr in Polen angetreten zur Segelkunstflugweltmeisterschaft. Das ist an und für sich ein Einzelwettbewerb und die 3 Besten einer Mannschaft können dann auch den Weltmeister, den Teamweltmeister stellen. Und das haben wir ganz gut geschafft. Sie haben ja am Anfang ein bisschen Segelflüger geschnuppert. Sie haben einfach gesehen, wie der kreist ist. Das ist ja das, was wir haben. Der nutzt seine Thermik und probiert sich hochzuschrauben. Und jetzt haben wir auch einen Jungpilot hier, einen Jungpilot, der noch nicht kein Auto fahren kann, oder ich glaube, ist ja der Autofahrschule, aber fliegen tut er schon lange. Wie ist denn Jonas Langenegger zum Fliegen gekommen? Ja, ich habe mit angefangen mit Flügern bauen, kann man so sagen, Modellflüger und Fliegen. Und dann an der Vega Zweifelden habe ich dann mal einen Segelflüger ausgestellt gesehen. Das war von der Segelfluggruppe Cumulus gewesen. Und dann haben sie mir empfohlen, ich soll mal einen Schnupperflug machen. Dann, ja... Wie ist es gegangen, so sehr erstmal in einem Segelflüger rein? Ja, für mich war es allgemein auch das erste Mal, als ich geflogen bin. Nicht einmal in einem Airbus oder so. Und ja, es ist unbeschreiblich eigentlich. Und vor allem, ich denke, es ist auch nicht so, wie wenn man einen Linienflüger fliegt, sondern es bewegt sich alles.
Es ist sicher ein ganz anderes Gefühl. Also bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt ganz sicher viele, die das noch nie kennen. Die sind zwar schon viel geflogen auf Reisen, aber in einem Segelflugzeug hocken, ist sicher ein No-Um. Wie ist es? Lärmig, schüttelt es? Ja, es ist auch recht ruhig. Kommt dann darauf an, wie schnell dass man fliegt. Aber es ist einfach, was soll man sagen? Ja, Jonas, ich habe in deinem Alter Motorflüge. Ich habe auch etwa so angefangen in diesem Alter und habe dann gesagt, das ist das Größte, das ist schnell, ist Power drin. Ist denn Segelflügen ohne Motor nicht gefährlich? Hast du noch nie Angst gehabt? Ja, es ist auch viel mehr eine Leistung, ohne Motor zu fliegen. Man stellt sich ja dann auch darauf ein. Und so, ja, probiert man auch ein Ziel abzufliegen, ohne den Motor. Und dadurch spielt man auch mit der Natur zusammen. Ist die Herausforderung noch viel grösser. Jochen Reuter, das sind jetzt die Erinnerungen von einem ganz jungen Piloten. Jetzt wollen Sie auch mal ein bisschen hinter sich rum. Wann haben Sie angefangen und wie ist denn da entstanden? Also ich habe auch relativ früh angefangen, mit 14 Jahren. Angefangen hat es noch viel, viel früher. Eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist, dass ich am Balkon einem Segelflieger an der Winde zugeschaut habe. Das ist dann geblieben. Also so früh auch, jetzt wenn ich den Dialekt höre, wo ist denn da gewesen, wo man dort Segel geflogen hat, dass wir das auch noch dürfen wissen, woher der jüngste Kreuzlinger kommt da? Ja, ich komme aus Amberg, das ist in der Oberpfalz, liegt etwa auf einer Linie zwischen Nürnberg und Regensburg. Dort ist mein Heimatverein, in dem ich das Fliegen begonnen habe und dem ich heute auch noch angehöre. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser Thema ist, in Amerika findet die Schweizer Meisterschaft statt, eine Regionalmeisterschaft zugleich, und zwar von den Junioren. Man hat mir gesagt, ein Jahr später dann sogar von den Aktiven, also auch wieder eine Schweizer Meisterschaft bei uns. Und da ist der Herr Reuter, der Chef, OK-Chef, was heisst das? Ist das ein schwieriger Anlass oder wie viele Leute kommen da? Also es ist schon ein relativ großer Anlass, ja, wie gesagt, der kombinierte, die Junioren-Schweizer Meisterschaft und die Regionalmeisterschaft. Wir haben jetzt 40 Anmeldungen von Piloten. Das bedeutet, dass am Flugplatz etwa 100 Personen mindestens da sein werden, die auch mithelfen. Das ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Ich muss aber sagen, ich kann auch einen ganz guten Stab von Mithelfern bauen, sodass das Ganze nicht so kompliziert für mich war. Also, jetzt haben wir sehr viel geschwätzt. Liebe Zuschauer, jetzt bleiben Sie mal da bleiben und mal schauen, wie es denn so her und zu geht auf einem Flughafen. Am wunderschönen Thurufer sind Spaziergänger, Jogger, Hündler oder Familien und Kinder, die herrliche Landschaft und die Ruhe entlang am Wasser geniessen. Nur hier und da sind es die zwei Schleppflugzeuge von der Segelgruppe Cumulus in Amerika, die die Ruhe kurz unterbrechen mit dem Aufziehen von einzelnen Segelflügen. Und die Sonne. Ein emsiges Treiben ist ein schönes Wochenende hier zu sehen. Segelflüger in grosser Zahl werden aus der Halle rausgeschleift und parat dann gestellt. Und der neue Tag muss lang. Die meisten Starts werden mit den Seilwinden durchgeführt, sodass nur wieder ein feines Zischen verratet, dass wieder ein Segler mehr steil in den Himmel gezupft wird. Sieht ganz anders aus im Tageslicht. Auf einer Höhe von etwa 400 Meter über Grund kommt man so, sodass der Pilot sich entweder mit der Thermik weiter raufziehen lässt oder aus Landetraining auf dem Flugfeld kann durchziehen. Bis 6 Segler nacheinander kann das Gefährt mit 6 Winden aufziehen. Beim Ausklinken auf 400 Meter über Grund segelt das Seil hier am Schirm dann auf den Boden runter, wo es wieder eingezogen und dann die 6 Schleppleine wieder ue an den Start gebracht werden, um die nächsten 6 Flüger an den Himmel ue zu befördern. Zu Ende geht und der Abend durch die Straße.
Ein super Teamwork lässt sich auf dem Flugfeld sehen. Ob ein 15-jähriger Jungpilot oder ältere aktive Segler oder auch Fluglehrer, jeder hilft mit, wenn es darum geht, Flüger parat zu stellen, an Startlenz zu ziehen oder z'Abend die Flüger wieder zum nächsten Flugtag parat zu machen und zurück in den Hangar zu stellen. Jeder Job wird hier im Wechsel untereinander an jedem Wochenende von einem anderen Clubmitglied übernommen. So mit 2 bis 3 Wochenende Frondienstleistungen pro Mitglied kann ein Flugbetrieb fast über das ganze Sommerjahr sichergestellt und organisiert auch werden. Bestimmt ist jeder Job für das Funktionieren vom Flugplatz in Amerika nötig. Auch wenn man im Moment den Eindruck könnte haben, dass der Flugbetriebsleiter im Moment der wichtigste Mann hier auf dem Platz könnte sein. Aber nicht nur zuschauen kann man ihm bei seiner Arbeit hier. Er würde auch ganz gern Gäste oder Passagiere als Schnuppersegler einplanen, zu einem ganz bescheidenen Preis.